Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Pokémon-Kampf. Ihr seht, Dani hat nur 3 Pokémon am Start und ich 6. Das war, weil vor der Auswahl der Pokémon hatte er ebenfalls 6 Pokémon dabei und da dachte ich mir, ah komm, nehme ich auch 6 natürlich, aber er hat nur 3, deswegen werde ich auch maximal 3 einsetzen und wenn ich dann verliere, dann werde ich dann halt aufgeben. Ja, so fair bin ich dann. Also, los geht's. Und Dani will mit dir kämpfen. Sie beginnt mit... müsste Phenexis sein. Ja, Phenexis. Und ich habe Nachthara vorne. Ja, und ihr könnt euch vermutlich denken, was ich vorhabe. Erstmal die Magieflamme überleben. Dürfte kein Problem sein. Nein, alles gut. Aber der Spezialangriff von Nachthara wird gesenkt. Stört mich jetzt eigentlich gar nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Ganz und gar nicht. Denn wie gesagt, ich fluche erstmal... Was heißt die Fluche? Nachthara setzt Fluch ein. Damit das alles seine Richtigkeit hat, werde ich das auch so sagen. Dann kommt der Flammenwurf. Auch hier kein großes Problem eigentlich. Und der nächste Fluch. Ja, ich booste mich weiter hoch. Mal sehen, ob der Gegner irgendwann mal noch reagiert. Vielleicht indem er das Pokémon auswechselt oder irgendwas. Dani, versuchst du noch irgendwas? Ja, das war ein Satz mit X. Und der nächste Fluch. Ha! Ja, es kommt alles gut. Es kommt alles sehr gut. Verteidigung steigt, Angriff steigt, alles steigt. Außer natürlich die Initiative, die sinkt. Ja, leider ins Bodenlose. Warum wieder die Psycho-Attacke? Ich meine, einmal kann man das ja machen, weil man nicht aufpasst oder weil man sich verklickt oder so. Aber warum zweimal? Ja, da warst du sehr unvorsichtig, Dani, muss ich sagen. So, und ich glaube, Nachthara ist langsam aber sicher genug geboostet. Mal sehen, was ich jetzt tue. Erstmal noch den nächsten Flammenwurf überleben. Kein Problem. Nochmal, wow, ich wollte das offensichtlich wissen. Wow. Wusste ich jetzt gar nicht mehr so. Naja, mach gar nichts. Aber nun sollte es dann definitiv langsam aber sicher mal ausreichen, oder? Ja, nein, was tue ich? Erstmal tut noch Phenexis was, ein weiterer Flammenwurf. Alles klar, und ich nehme jetzt mal an, ich setze jetzt... nicht den Delegator ein. Was tue ich denn da? Ich hab's übertrieben, definitiv. Gut, aber ich glaube, ich habe langsam aber sicher das Maximum des Fluches erreicht. Ja, und nun könnte es ein wenig knapp werden. Der Flammenwurf kommt. Wie viel Schaden macht es mir? Viel zu viel. Aber da ist die Staffette. Okay, wow. Wow, wow, wow. Das hätte ins Auge gehen können. Aber so, alles super ausgewählt, alles super eingesetzt, alles genutzt. Und nun das voll aufgepaute Viscoon. Ja, der Delegator wäre auch noch schön gewesen, aber so eine Flammenattacke macht ihm nichts aus. Im Gegensatz dazu, der Nassschweif, das definitiv ein One-Hit-Kill sein muss. Es muss einfach, wenn nicht, dann wäre das Universum, würde es im Chaos versinken, was weiß ich. Dann kommt ein Lapras. Macht mir jetzt auch nicht so wirklich Angst. Auch der Eisstrahl. Naja, solange ich nicht gefriere, ist es kein Problem. Und was sage ich? Das durfte einfach nicht wahr sein. So viel Pech muss man erstmal haben. Aber macht nichts. Die Verteidigung und die Spezialverteidigung von meinem Viscoon ist sehr gut. Und deswegen hoffe ich mal, dass ich lange genug überstehe, bis es aus seiner Vereisung wieder auftaucht. Ja, genau das meinte ich. Blattgeißel. Erstmal daneben. Super. Super, super, super. Und der nächste Eisstrahl. Bestimmt gleich wieder eingefroren. Ja, nein. Nee, diesmal nicht. Hatte ich Glück. Und jetzt die Blattgeister trifft. Und ist natürlich das Aus für Lapras. Und dann dürfte nur noch ein Pokémon dastehen. Und das wäre dann... Was ist das? Ah, Stolos. Okay. Auch nicht zu unterschätzen, das Pokémon. Allerdings... Ja, mir macht das jetzt nicht so viel aus und ich habe ja die nötigen Attacken dabei, um das Vieh zu vernichten. Zack. Ja, und das war's. Das waren 3 Pokémon und auf meiner Seite waren es 2 Pokémon. Deswegen alles legitim, würde ich behaupten. Dani wurde besiegt. Und ja, die 3 Pokémon waren interessant, nicht schlecht. Auf jeden Fall, Dani, vielen, vielen Dank für den Kampf und euch Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.